Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal aus der neuen Wohnung. Und es ist verdammt laut. Es ist verdammt laut. So, Language. Mach mal German. Mach mal hier hoch. Tag. Sprecherstimme Englisch. Deutsch, Englisch. Mach mal Englisch oder lass mal Deutsch? Andersrum, mach mal Deutsch und lassen Englisch. Egal, wir lassen es erstmal so. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass alles klappt. Wir spielen Pioneer Drive Homeless. Auf das Spiel habe ich mich tatsächlich sehr lange gefreut. Ich habe tatsächlich auch vom lieben André von Wiz Games, sprich dem Entwickler, einen vorzeitigen Key bekommen für das Spiel, hab's aber leider wegen dem Umzug nicht eher spielen können und ja, ich hätte letzte Woche, als das Spiel rauskam, hätte ich es, ich glaube, eine halbe Stunde aufnehmen können oder so, aber nein, keine Ahnung, ich wollte es einfach, heute habe ich ein paar Stunden Zeit zum Aufnehmen, ganz in Ruhe das Spiel kennenzulernen und deswegen, ja, der Hintergrund sieht noch alles sehr verschwommen, also verschwommen nicht, es ist alles voller Kartons. Das ist jetzt meine erste Aufnahme hier in der neuen Wohnung. Und ja, Pioneer Drive Homeless. Kurze Worte dazu. Es ist nicht Pioneer Drive 2. Es ist einfach nur, ich nenne es jetzt mal, wie soll ich es denn, ein DLC, sag ich mal, zu Pioneer Drive. Pioneer Drive kam auch auf dem Kanal. Wer es nicht kennt, ich weiß jetzt nicht, was die beiden miteinander zu tun haben. Also ich weiß, dass man... Oh, es ist doch scheiße laut. Ich weiß, dass tatsächlich man wieder in das Haus zurückkommt. Aber wie jetzt, was, wo, wann? Keine Ahnung. Ich weiß null über das Spiel. Ich habe mich ein bisschen belesen, ne? Aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich auch sehr aufgeregt, weil ich Angst habe, dass das mit der Aufnahme nicht hinhaut und ich das Spiel dann nochmal spielen muss. Da ist es immer alles so Mist, ne? Wenn man das Spiel schon kennt und dann, ne? So ist. Aber ist egal. André Bürger, hier ist er. Grüße gehen raus. Hallo. Von dem habe ich den Key bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Let's Play. Wir drücken einfach jetzt mal auf ein neues Spiel. Ich mache trotzdem mal ein bisschen lauter. Und ja, wir machen mal auf Deutsch. Obwohl eigentlich, ich höre es sehr gerne Englisch, aber nee, wenn dann hätten wir... Ich bin auch dumm. Wenn dann hätten wir Englisch und Sprecherstimme. Ah, Sprecherstimme oder... Nee, egal. Komm, scheiß auf den Mist. Wir machen, okay. Wir machen, ach, ich wollte nicht spielen. Egal, viel Spaß. Mein Name ist Miles Roberts. Ich war in der Army eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche, alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. In Gedanken an ein Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, hätte ich wohl nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt.
Wir sind wieder in Pioneer Drive, in dem alten, verlassenen Landhaus. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass das alles funktioniert mit dem Mikrofon, denn die letzten Spiele habe ich ja bei Vaio aufgenommen und da wollte ich nicht seinen PC zumüllen bezüglich Audacity und diesem ganzen anderen Programm. Deswegen habe ich mit OBS aufgenommen. Der Spielstand wurde gespeichert. Oh, wenn ich diese Musik höre, ich kriege gleich Gänsehaut. Es ist 22 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Willkommen im Spiel Pioneer Drive Homeless. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen, und die Maus mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Drücke E, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. Drücke F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Oh, hört ihr die Schaukel? Holy shit! Oh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Ich weiß, aber kann man das eventuell ein bisschen heller machen? Okay, bringt effektiv nichts. Wir probieren es einfach mal. Alles ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Oh, hallo, wir sind wieder im Pioneer Drive. Ah, das Bild ist neu. Oh, wir müssen jetzt echt mit der Taschenlampe rumdonnern, ne? Hier sieht man einfach überhaupt nichts. Oh, alles voller Spinnweben und so. Okay. Alles zu? Okay. Nur ein paar knarzende Holzdielen. Kein Grund zur Beunruhigung. Genau. Kein Grund. Ach, guck mal, hier ist gar keine Tür mehr. War ja schon immer eine Tür, die? Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Logisch. Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Oh. Warum? Muss ich jetzt runter? Wahrscheinlich. Okay. War diese Tür eben auch schon offen? Nö. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu leise für das. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Was zum. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Oh. Nein, Yoshina, wir gucken nicht nach draußen. Okay, zünden wir jetzt nicht an. Moin! Verdammt! Der Schlüssel ist abgebrochen. Alles rumgeschmissen, rumgefeuert. Was ist das denn? Was ist das denn? Wir sind ein sehr seriöser Kanal. Wir schreien nicht.
Wir morgsen nicht. Ah, hier geht aber auch nichts an, ne? Guck mal, hier ist das jetzt. Okay. Also, ich muss es nochmal erwähnen. Das bringt effektiv nichts. Ich bin aufgeregt, ich bin angespannt. Ich habe Angst ein bisschen. Und, ja. Willkommen in Pinewood Drive, ne? Homeless. Okay, wir sind in Pinewood Drive homeless. Sammeln die versteckte Statuen, um zusätzliche Errungenschaften freizuschalten. Okay. Ja gut. Jetzt wird wahrscheinlich die Tür nicht mehr aufgehen. Warum zum Teufel ist diese Tür jetzt abgeschlossen? Tja, Mois, weil du... Habt ihr dieses... gehört? Ich hoffe, ihr seht viel. Also wie gesagt, ja, es ist halt Pinewood Drive, ne? Es ist halt einfach ein sehr, sehr dunkles und düsteres Spiel. Naja. Und, komm. Muss ich nicht einfach wieder pennen legen, Boy? Wie kann man nochmal nachladen? R. Mit R. Oh, dieses. Ich vermisse dieses. Psst. Ich muss hier schnellstens wieder raus. Ah ja. Boah, wir sind am Arbeiten. Ah, das ist trotz Taschenlampe total leise. Und ich werde trotzdem so 20 Minuten Parts machen. 20, 25 Minuten. Und ja, das werde ich so beibehalten. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Die Wahrheit ist viel, viel tiefer, viel, viel dümmer. Noch 9 Stunden bis zum Tagesanbruch. Dein Spielstand wurde gespeichert. Yay. Super. Dein Spielstand wurde gespeichert. Das Coole ist, okay. Das Coole ist, ich habe gerade 10 Stunden Arbeitstag hinter mir. Der so verkorkst war. Also, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie was halt alles schiefgelaufen ist. Heute ist wirklich alles schiefgelaufen. Vom Bürger 1 bis zum letzten Bürger war alles dabei heute. Und, also Person, ne? Keine Essen. Oh Gott, oh Gott. Decker Brothers. Okay, ich habe gerade was mit Dresden gelesen. Nichts. Na gut. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was passiert. Ich gehe da jetzt hin mal rein. Das Problem ist, ich weiß halt nie, was passiert. Da kommt mir die Frau entgegen. Deren Namen ich einfach vergessen habe.
Oh, das ist natürlich nice. Das ist nice. Das ist wirklich cool. Aber mich ärgert es gerade, dass ich das genommen habe, weil ich brauche es ja noch nie. Der Totenkopf macht mir irgendwie ein bisschen Angst, ey. Ja, kann ich ja nie. Die Katze mitnehmen? Nein. Panik! Okay, ich glaube, das war das Arbeitszimmer. Okay, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier ja nicht, oder? Nee. Ich vermute einfach jetzt mal. Kann ich dich schon mitnehmen? Nee. Ich kann Herbert nicht mitnehmen. Es ist so dunkel. Ich sehe echt null und dann nur noch mit der Lampe hier rechts. Das ist echt sexy. War das hier zufälligerweise? Nee. Man sieht ja einfach nichts, ne? Einfach 0,0 nichts. Das ist halt echt ungeil für YouTube. YouTube. So, hier ist das Schlafgemach. Das ist so, na, da kann es ja bloß unten sein. Das müsste so zu sein. Nee. Ah. Moin. Oh Gott, es ging hier gerade irgendwas auf. Irgendwo ging was auf. Irgendwo. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Aber. Ah, nee, es kommt nie gebückt. An dieser Stelle würde ich sagen, beende ich erstmal die erste Folge. Bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Und ja, ich muss erstmal kontrollieren kurz, ob die Folge aufgenommen hat und ob mein Gelaber ordentlich aufgenommen hat. Und. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.